Moin Moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Dragon Ball Legacy Reihe. Heute schauen wir uns Dragon Ball Origins 2 an. Oder auch auf Japanisch Dragon Ballo di Esso zu Tosesigi Redo Ribon Gun oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, ich muss das auch ablesen. Also rausgekommen ist das Spiel im Jahr 2010 für den Nintendo DS, sowohl in Japan wie auch bei uns im Westen und das Ganze mit nur ein paar Monaten Verschiebung. Es ist ein direkter Nachfolger zu Dragon Ball Origins 1, welches jetzt ein bisschen weitergeht in den Gameplay-Mechaniken und ein paar neue Sachen bringt. Dragon Ball Origins 1 ging ja nur bis zur Pilaf-Saga und Dragon Ball Origins 2 deckt dann nochmal die Red Ribbon Saga ab, was ich relativ cool finde, wenn Spiele sowas machen, gerade für Leute, die eben vielleicht Dragon Ball OG nicht gesehen haben, und ich kann es nur jedes Mal, wenn ich solche Videos mache, sage, schaut es euch an, es ist unglaublich gut, also Original Dragon Ball ist wirklich Bombe, Dragon Ball Z ist sein eigenes Ding, aber Original Dragon Ball, dafür schlägt mein Herz. Auf jeden Fall ist dieses Spiel rausgekommen, hat einen 75%igen Metacritic Score und ist ganz gut angekommen, weil es hat sich wirklich einiges verändert. Zum einen ist man von der Stylus-Steuerung, die immer noch möglich war, auch zu einer Controller-Steuerung übergegangen. Das heißt, wenn ihr wolltet, konntet ihr das Ganze auch ganz normal mit Steuerkreuz und Knöpfen spielen, was ein Segen für mich ist, weil die Stylus-Steuerung einfach nicht funktioniert hat, in meiner persönlichen Meinung. Dann wurde auch noch ein bisschen was anderes angepasst, und zwar, dass man nicht nur Goku spielt, sondern mit der Zeit auch andere Charaktere freischaltet, wie zum Beispiel Bulma, Krillin, Yamcha und sogar Achter oder auch C8. Und was ihr euch vorhin wundert, was ist denn C8? Ja, die Red Ribbon Armee, da dreht sich tatsächlich schon bereits in Dragon Ball um Cyborgs, bevor wir zu C17 und C18 und Cell gekommen sind. Aber das wissen viele leider nicht, weil sie Original Dragon Ball nie gesehen haben. Ah, so etwas kann man einfach nicht verpassen. Und dann ist es auch noch so, dass es neben diesen normalen 3D, oder was heißt 3D, diesen Over-the-Top-Perspektiven auch wirklich so einen 2D-Beat'em-Up-Bereich gab. Ich weiß nicht, ob wir gameplaymäßig uns da wirklich so weit vorantreiben, denn ich habe ein bisschen nur gespielt und wir schauen uns jetzt auch ein bisschen was vom Gameplay an, damit ihr euch das vielleicht sogar noch besser vorstellen könnt. So, da sind wir jetzt im Spiel. Nintendo DS wie gewohnt. Episode 1:1 habe ich bis jetzt tatsächlich nur gespielt, was so eine Art Tutorial war und einen in die neue Steuerung mit dem Controller eingeführt hat, wie aber auch ein bisschen Auffrischung oder sogar einfach astreines Tutorial für Leute, die Teil 1 nicht gespielt haben. Wir haben Shop, wir haben Figuren, Power-Up-Menüs, Save und Survival. Wir wollen aber jetzt einfach mal in Episode 1:2, und ihr seht, es gibt insgesamt 8 Episoden mit mehreren Leveln, was ich relativ cool finde. Also Episode 1:2 geht dann los mit Colonel Silver, was, wenn ich mich nicht irre, sogar der erste war, mit dem Goku zu tun hatte. Ich meine, Dragon Ball Origins geht sehr, sehr nah an dem Manga vor, oder ja, an, soll ich sagen, an die Manga-Vorlage. Das heißt, wenn ihr es nicht gelesen oder gesehen habt, dass ihr damit tatsächlich auch die richtige Story bekommt. So, ich habe sie jetzt vor ein Weilchen gespielt. Ich muss mir selber nochmal kurz die Belegung angucken. Oh, here you can learn how to fight the Power Balls. See the tutorial, take the right path, continue ahead, left. Okay, wir wissen, also das hier war das, das hier ist Schlagen, das hier war eine Attacke, okay. Das hier ist Wechseln zum Power Pole. Und ich glaube, das war's. Okay, aber wir gehen trotzdem, wir gucken uns an, wie man Power Pole kann switchen, lalala, where he fights. Okay, wir können mit Mode Adam oder wir drücken den L-Button. Also, zack. Hier ist ein Tap Enemies. Das Stylus. Das interessiert mich. Light Attack, Y Boto. Ah, ja. Also, Y für Light Attack. Das heißt, ich drücke jetzt. Oder. Das muss er. Ja, das passt. Damit kann ich leben. So, was muss ich jetzt machen? Oh, Gegner besiegen. Okay. Und jetzt erklärt er mir: Defending against Attacks. Ja, das ist der Power Pole Guard, das heißt, wie man abblockt. Und wie macht man das? Doppeltippen, okay, will ich aber nicht. Twice in the Desired Direction und mit der Steuerung. Der Button, der B-Button, okay. Danke. Muss ich jetzt machen? Ja. Oh ja. Na, nicht so. Ach, ich besieg dich einfach, ist mir auch egal. So, da ist er weg. Yay! So. Dann gehen wir da hoch. Und ich muss sagen, das steuert sich so unglaublich gut mit dem Controller. Ah ja, das.
Ist das nur was? Das ist der Y, der X-Button, ja. Besser. Bin ich hier richtig? Jo, hier bin ich richtig. Hm, das sieht mir aber kaputt aus. Smash Attack. Mhm, okay, auch mit dem Power Pole. Das müsste. Ja, yep, das ist mit dem A-Knopf. Ah, vielleicht hätte ich das Tutorial doch nicht machen sollen. Ah, vielleicht überspringe ich es auch. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Aber so, also, um wieder ein bisschen klar zu kommen auf die Steuerung, war es gar nicht mal so schlecht. Oh. Hm, danke. Nee, das war Light Attack. Das waren die Kisten. Ach, das sind alles Gegner. Es kämpft sich einfach so viel besser mit dem Controller. Okay, was willst du jetzt von mir? Das ist wahrscheinlich die Wischattacke. Ja, Sweep. Can one, they are called Charge Attacks. Can use a Charge Attack Sweep. Ja, das ist mit dem R-Knopf. Denn so mache ich auch mein Kamehameha. Oder? Okay, diese würden. R to charge und Light, um zu anzugreifen. Okay, das kriegen wir hin. Ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, das ist einfach. Oder auch nicht. Ich habe nicht genug Ki. Ah, nicht ganz gelangt. Aber ja. Ich muss sagen, es gefällt mir jetzt schon besser als Teil 1, weil Teil 1 war von der Steuerung halt einfach sehr anstrengend, fand ich persönlich, und es hat zum Spiel nicht gepasst. Okay, kann ich jetzt gehen? Head to the left hand to proceed. Jetzt geht's los. Also, nee, ich will den Tutorial nicht nochmal machen. So, jetzt nehmen wir die normale Steuerung. Hm? Danke. Weil damit lässt sich so einfach so viel besser kämpfen. Okay. Danke. Jupp, und danke. Kaputt. Und hier müsste die große Truhe sein. Was bekomme ich jetzt? Knockback Scroll, Increased Knockback Level. Ah, okay. Also es gibt ja auch so ein bisschen RPG-Aspekte, womit man sich immer besser wird. Ja, womit man sich selber verbessern kann. Trupp. Gegner. Ein Wookie. Das sieht wirklich aus wie ein Wookie. Also wie ein ganz schlechter Wookie. Aber er sieht aus wie ein Wookie. Okay, nehmen wir mal. Na. Hallo, hau mich nicht. Hm, war's das schon? Ja, ich glaube, doch, das war's schon. Wow. Ich habe sogar noch ein bisschen rumgespielt. Hm. Hm. Ah, das sind die Pilafi-Leute. Also was ich doch gar nicht gesagt habe zur Steuerung. Also mit einem Knopf habt ihr leichte Attacken, mit einem Knopf habt ihr so diese Explosionsattacken, Dash-Attacken, Ausweichen, Powerpole hin und her wechseln. Oh, sogar mit Ton, Vertonung. Und jetzt sieht man halt, was passiert. Und zwar, dass die Red Ribbon Armee auch hinter den Dragon Ball Center ist und nicht nur Pilaf.
Und wir sind ja, also wir sind direkt nach der Pilaf-Sage, das heißt, wir sind eigentlich losgegangen, um unseren 4-Sterne-Dragon Ball wiederzuholen, nachdem die Dragon Balls verschwunden sind, nach unserem ersten Wunsch. Aber das, ich habe das mit der Sprachsteuerung nicht gewusst und das überrascht mich gerade auch ein bisschen, was ich sehr cool finde. Und das ist General Silver. Das heißt, ich müsste theoretisch schon gegen ihn kämpfen. Okay. Ne? Pff, Pilaf, du Schlappschwanz. Der sah damals schon super alt aus. So, kämpfe ich jetzt noch gegen ihn? Ich glaube ja, wenn das... Ja, something's burning. Der ist ganze Wald, Goku. Ah. Der war damals schon keine helle Leuchte. Aber gut, also Story dazwischen, Zwischensequenzen dazwischen, das finde ich relativ cool. Habe ich jetzt gerade nicht so erwartet. So, und jetzt muss ich hier abhauen. This is a safe point. Ja, das machen wir doch mal gerne. Ja, doch. Danke. Ich bin mir sicher, dass ich gerade meine... Ah, zu lange gebraucht für die. Ich scheine aber auch nicht viel auszuhalten, so wie es gerade aussah. Kann ich irgendwas machen? Nein. Und weg hier. Warum sollte ich eigentlich mit den Händen kämpfen? Ah, der Powerpull ist langsamer auf jeden Fall. Weg. Da ist nichts. Nein, Ding. Voll die hektische Musik hier im Hintergrund. Power Polo P? Ach ja, ich kann nicht mehr ausweichen damit. Da, das ist das Problem. Ich bin nicht so flexibel wie mit den Händen. Das heißt, ich kann mit X nicht hin und her springen, sondern nur abblocken. Das verstehe ich dann natürlich. Dann nehmen wir alles noch mit. Jupp. Ich finde, rechts unten sieht man auch, was man gerade aktiviert hat. Pole oder Schläge. Der müsste hier. Red Ribbon Armee, Leute. Und... Schlagen einfach mal komplett um uns. Ja, viel zu nah dran. Bleiben wir weg. Ah, Leben. So, jetzt haben wir ihn. Also halt immer nur die gleichen drei Schläge. Das ist ein bisschen wenig Variation. Deswegen das Ganze ein bisschen zwischen Handkampf und Stabkampf hin und her wechseln. Könnte durchaus Sinn machen. Hey, 100 Zenny. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel auf dem Emulator auf Mobile relativ gut funktioniert. Ernsthaft? Feuer. Okay, ich brauche meinen Stab. Das ist Fernkampf. Ich treffe euch beide damit. Zack. Okay.
Nein, die ganzen Steine brauche ich gar nicht zerstören. Schlagen? Nein. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Nein, da komme ich überhaupt nicht durch. Oh, diese Schüsse. Kann man auch nicht wirklich ausweichen. Okay, hier geht es noch weiter. Aber dass ich da oben nicht zu der Box kam, das nervt mich gerade ein bisschen. Komme ich jetzt vielleicht von hier unten? Oh oh. Falsche Attacke. Ah, ich wollte es gerade reflecken oder sowas in der Art. Ah, ich kann. Oh, ich bin Idiot. Warum gehe ich da nicht einfach rüber? Ich dachte, also man müsste von da aus angreifen. Ja, zu früh. So, jetzt aber. Tück, tück. Na, so kann ich die Kiste holen. Immer Kisten holen, immer alles holen. Zenny 200. Damit kann ich, glaube ich, Skills später freischalten. Man kann doch relativ gut zwischendurch kämpfen und noch Kombos machen. Ich hatte mir jetzt gerade nämlich eine Kombo eingefallen. Also wenn man zweimal Light und dann Spezial drückt. Pizza. Oder was es auch immer war. Jetzt, ja, ich glaube, jetzt kommt wahrscheinlich der Boss. Und dann soll es auch genug in das Erwesen sein. Aber ich finde es gut, wenn man so einen gesamten Level sieht, was es so alles gibt. Und ich muss sagen, das Spiel macht doch wirklich Spaß. Also es ist wieder ein bisschen was anderes. Die Perspektive kann natürlich ein bisschen merkwürdig sein am Anfang. Silver, du siehst merkwürdig aus. Wo sind deine Beine? I'm not gonna let you hurt the mountain ist auch richtig geil. Ja, doch. Ich denke mal, ich werde dich relativ einfach besiegen. Ich meine, Silver war auch ein super schwacher Kommandant. Ich meine, der erste wirklich gefährlich war Kommandant Blue. Sowieso eins der geilsten Kommandants der Red Ribbon Armee. Okay. Na, wo bist du? Nein. Okay, bei dir kann ich meine Kombos nicht machen. Bleib weg. Bleib weg. Nein, doch nicht. Das kann man nicht unterbrechen, wie es aussieht. Aber ausweichen kann man dem. Och, man sieht ihn aber kaum. Okay, ich glaube, ich habe ihn jetzt bekommen, auch wenn es sehr, sehr... Ja, wir hauen uns einfach gegenseitig die Presse rein. Okay, why not? Tritt ins Gesicht.
Oh, und da habe ich einen Dragon Ball, glaube ich. Oder auch nicht. Ich finde, es ist schon lange her, dass ich Dragon Ball OG gesehen oder gelesen habe. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt genau so passiert ist. Das muss ich nochmal nachschauen. Oder vielleicht wisst ihr es ja. Ihr könnt es ja gerne unten reinschreiben. Yes, Sir, Colonel Silver. Yes, Sir. Und ab geht's. Er hat gerade gegen Goku gekämpft. Theoretisch müsste er in einem Schlag K.O. gewesen sein. Auch wenn er ein fähiger Kämpfer wäre. Ich bin mir nicht gerade sicher. Spring runter, Goku. Du schaffst es. Du hast Jin-Do-Jun. Aber das war eine Episode. Also das war eine 10-Minuten-Episode. Das ist ja, ein bisschen länger, als ich eigentlich wollte. Also wir haben eine Figurine bekommen. Wir haben die nächste Episode freigeschaltet. Aber das sollte dann erstmal gewesen sein. Jetzt gehen wir nochmal zu so einem kleinen Fazit. Dragon Ball Origins 2 hat mir persönlich richtig gut gefallen und ich finde es auch extrem schade, dass es nie einen dritten Teil gab, denn es sieht wirklich so aus, als hätten sie damals versucht, mehrere Teile hintereinander zu bringen, um eben die gesamte Dragon Ball Geschichte abzudecken, zumindest die Original Dragon Ball Geschichte. Dieses Spiel endet aber halt mit der Red Ribbon Arm Saga, das heißt die Piccolo Saga ist nie umgesetzt worden und basierend auf die Verbesserungen, die sie gemacht haben von Teil 1 zu Teil 2, hätte ich schon gerne einen Teil 3 gesehen. Nichtsdestotrotz, falls ihr Teil 2 noch nicht gespielt habt, würde ich euch, oder wenn ihr euch einfach mal in Origins Teil angucken möchtet, würde ich euch definitiv Teil 2 empfehlen. Mir persönlich gefällt es einfach allein durch die Steuerung tausendmal besser und es ist auch gameplaymäßig wirklich verbessert worden. Das ist aber meine Meinung zu dem Game und mich würde natürlich interessieren, wer von euch hat sich das Spiel vorab schon angeschaut, wer hat es tatsächlich damals gespielt, vielleicht auf den eigenen DS und wie ist eure Meinung dazu? Schreibt sie gerne unten rein und ich bin sehr gespannt und ihr könnt euch selbstverständlich gerne auch mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Legacy-Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime-Games und Fighting-Games steht.